Ja, hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder, Teil 2 zu Child of Light. Ich war gerade dabei, einen neuen Gegnertypen herauszufordern, bevor mir die Zeit davon gelaufen ist. Das wollen wir doch aber direkt nachholen. Okay, der lässt sich, glaube ich, nicht so einfach blenden, wie das aussieht. Hereingelegt hat er mich sogar. Jetzt hat der einen Vorteil. Oh. Grausige Klage. 9. Oh. 9 ist viel. Da gehe ich direkt mit einem Lichtstrahl dran. Das ist mir zu heikel. Der holt auch gut auf. Seht ihr das? Verwundbar durch Licht. In einem Schlag weggeputzt. Nicht mit mir. Starkes Heiltonikum. Na, das wird halbwegs klar sein. Wahrscheinlich 100% Lebenspunkte regeneriert. Ja, das ist tatsächlich so. So, durch diesen Torbogen durch. Das sieht mir aus, als würden wir uns dem Kloster doch jetzt schnellen Schrittes nähern. Folge meiner Stimme, Hall. Durch diesen gespenstischen Ort? Du hast wohl keine andere Wahl. Okay, das war jetzt aber wirklich ein bisschen holprig. Ist das, war das ein echter Reim? Ich denke nicht. Ich hatte Deutsch-LK. Ich weiß sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es war kein... Was ist das? Wurde schon wieder hereingelegt. Die machen mich jetzt... Sieben Schaden. Also ja, das Spiel ist schwerer, weil so viel Schaden habe ich beim Probespiel nicht genommen. Jetzt versuchen wir das doch mal mit dem Verteidigen. Jetzt machen die mir weniger Schaden und ich bin schon wieder im Zug. Den hatten wir noch nicht, glaube ich. Den neuen Zauber, den wollen wir uns auch mal angucken. Gegen einen von diesen flügellosen Gargoyles oder was es ist. Ausgewichen, das war Sinn der Sache. Nur einen Schaden bekommen, weil gepanzert. Ach, das ist schon cool. Aber ich habe jetzt natürlich auch irgendwie meine Attacke nicht ausgeführt. Warum nicht? Das habe ich gerade nicht verstanden. Der wird mich jetzt einmal erwischen. Er sammelt aber Kraft. So, der nächste Schlag muss sitzen. Ich will jetzt nicht nochmal Schaden nehmen. Aber ich meine, der Hieb müsste trotzdem reichen. 28. Na, klar. Käfer, verwundbar durch Feuer. Dann ist es aber auch kein Drachenkäfer, weil ein echter Drachenkäfer, der käme mit Feuer. Super klar. Ich finde das schön, dass es jetzt auf dem schweren Modus ein bisschen wichtiger wird, die Dinger hier einzusammeln. Ah, noch eine Truhe. Glühwurm-Elixier. Na, der wird wohl für meinen kleinen Regentropfenfreund sein. Füllt Igniculus Lichtanzeige wieder auf. Igniculus heißt er. Na, ob ich den so nennen werde, weiß ich aber noch nicht. Das ist ein Rollenspiel, hier darf ich das bestimmen, wie ich spiele. Ich glaube nicht, dass ich den Igniculus nennen werde. Mein kleiner Regentropfenfreund ist treffender. Kannst du mir jetzt mal helfen und Gegner blenden? Ha! Sehr gut, kleiner Regentropfenfreund. So, was die Gegner mögen bzw. nicht mögen, das wissen wir. Die mögen überhaupt gar keinen Licht. Verwundbar durch Licht. Einige Gegner sind anfällig gegen Magie. Da will das Spiel mir wahrscheinlich sagen, hey, diese weißen Geister, die sind anfällig gegen Magie. Bereits rausgefunden, liebes Spiel. Sehr schön, das lief doch wie geschmiert. Level 4, 120 XP. Dazu noch ein Zaubertrank. Ich sollte dann doch jetzt mal ein bisschen auf meine Energie achten. Da kommen wir scheinbar noch nicht lang. Aurora! Diese Tür ist zu. Wir müssen sie öffnen und zwar im Nu.
Okay, da oben ist ein Schalter. Kiste. Als ich gerade eben sagte, wir kommen da oben noch nicht lang, wusste ich nicht, hatte ich nicht mehr in Erinnerung, dass das sich so schnell erledigen würde. Da oben war wieder so ein Geist. Ich muss jetzt echt ein bisschen aufpassen mit Schaden. Das ist nicht mehr ganz so einfach. Macht mir aber auch gleich mehr Bock. So, meine kleine Leuchtkugel kommt wieder dazu. Und von hinten angesprungen, diesen Geist. Überraschungsschlag, sehr gut. Ich darf direkt handeln. Meine Gegner sind noch am Anfang ihrer Wartezeit. Mal gucken, mache ich den auch schon mit Sternenlicht platt? Hinfort mit dir, du dunkler Geist. Kriecher, Kriecher. Mit meinem Hieb mache ich dich platt, Junge. Verwundbar durch Feuer. 1A lief wie geschmiert. Ach, schade. Fast gelevelt, aber immerhin noch einen Zaubertrank gefunden. Jetzt muss ich hier nochmal runter, um die... Ja, mir ist das aber jetzt wert, so. Ich will jetzt unbedingt Energie haben. Waren wir hier schon? Habe ich da eben dran gedacht, jeden Weg zu gucken? Ja. Da waren wir schon. So, jetzt finden wir dann wahrscheinlich endlich unseren Weg ins Kloster hinein. Puh, Rätsel. Okay, okay. Wie kommen wir hinauf? Kannst du es mir sagen? Ich wünschte, Flügel könnten dich dorthin tragen. Aurore, erleuchte die Oculi. Lass es mich einmal wagen. Also, unser kleiner Regentropfenfreund möchte irgendwas machen. Also, auf geht's. Aufzug. Sehr gut. Ach so. Was glaubst du, schmoren sie in diesen Behältern doch keine Kinder? Oh nein, vielleicht gar ihre Eltern. Ach, schön. Ach, schön. Bring uns runter, Regentropfen. So, und jetzt wird mich nichts wundern, wenn ich das hier... Okay. Okay, okay, okay. Da ist noch eine Kiste. Was soll ich hier tun? Wahrscheinlich soll ich da hoch. Da bedienen wir uns doch erstmal. So. Eine Plattform geht nach oben. Da springen wir doch gleich drauf. Und einen Schalter. Ach ja, stimmt. Das ist das Tutorialgebiet. Das hatte ich bereits erwähnt. Die Rätsel sind jetzt noch nicht wirklich komplex. Ich habe wirklich große Hoffnung, dass es im Laufe des Spiels ein bisschen kniffliger wird. Es macht wirklich Bock, das Spiel. Es macht wirklich Bock. So, klassisches Schalterrätsel. Trotzdem immer wieder interessant. Zelda lässt grüßen. Sind wir in diesem Gebäude einen Stock höher gegangen. Da sagt mir das Spiel LT drücken, das mache ich doch glatt. Ungeschliffener Smaragd. Können wir jetzt schon wieder was Tolles herstellen? Ja, wir können. Jetzt haben wir einen geschliffenen Smaragd.
Okay, die Namen sind die gleichen, facettiert, und dann kommt danach vermutlich funkelnd. Jetzt bin ich gleich wohl mal gespannt. Jetzt würde ich ja gerne noch einen ungeschliffenen Saphir finden, weil dann weiß ich mal, was passiert, wenn man die drei großen zusammen kombiniert. Ich bin gespannt. Ein Gegner scheint hier auch noch zu sein. Wir kommen aber noch nicht hoch. Da ist schon wieder so ein böser Golem. Zum Glück hat uns da gerade etwas ganz schön viel Energie beschert. Wir sind also quasi wieder bester Gesundheit und fast bester Magieheit. Ich werde natürlich blenden, um den Überraschungsangriff zu starten. Jetzt ein bisschen Geduld. Diese flügellosen Gargoyles. Mich irritiert es ein bisschen, dass die Gegner hier keine Namen haben, wenn ich ehrlich bin. So, Sternlicht, hatte ich festgestellt, reicht gegen diese bösen Geister. Schlag. 4 Schaden. Das weiß ich nicht, reicht dann Hieb? Suchen wir es mal. Vielleicht ist er auch empfindlich gegen Feuer. Nö, fuck, das überlebt er auch. Nochmal 4 Schaden. Eieiei. Level 5. Das ist gerade gar nicht mehr so cool, wie es vor 5 Minuten noch gewesen wäre, weil mit einem Levelanstieg heilen sich auch Magie und Trefferpunkte oder Lebenspunkte. So. Erhöht die Stärke dauerhaft um 2. Ja, und dann haben wir als nächstes dann Verteidigen 2, was dann schon 60% den Schaden der Angriffe reduziert. Und 2 Stärke ist sicherlich auch nicht verkehrt. Das sieht doch inzwischen schon gar nicht so schlecht aus. Warum hier Gruppe steht, weiß ich tatsächlich noch nicht. Also scheinbar können wir mehrere Spieler spielen. Achso, den Schalter betätigen sollte ich. Sie ist offen, das ist gut. Aurora, sei bloß auf der Hut. Da spricht jemand mit uns. Jetzt bin ich auch langsam, aber sicher gespannt, wer es ist. Wir haben also jetzt das Kloster betreten. Oh, da sieht es wieder nach Rätsel-Action aus. Cool. Endlich, wir sind an unserem Ziel. Vorsicht, hier wirkt ein Zauber ganz subtil. Hinter Glas brachte mich gemeinsames Ränkenspiel. Okay. Da hinten ist so ein tolles Kunstwerk. Ich drücke jetzt mal L2. Nichts passiert. Okay. Ah, ich soll mich doch noch ein bisschen bewegen dabei. Ich drücke nochmal. Ach, okay. Jetzt habe ich hier so einen grünen Schatten. Das ist ja eigentlich wieder selbsterklärend. Hey! Ich darf das. Ich darf das. Ich habe regelmäßig Kirchensteuer bezahlt. Da darf mir keiner einen Vorwurf machen. Hab ich regelmäßig Kirchensteuer bezahlt? Ich weiß es nicht. Lila noch, lila noch, lila noch. Nö, gibt kein Lila. Also rot noch. Und zack, haben wir dieses Glaskunstwerk zerstört. Und das ist nur noch eine... Wer wagt es, sich der Königin der Nacht zu widersetzen? Ein kleines Licht mit Locken ganz rot. Eieiei. Die Musik klingt nach Bosszeit. Trau deinen Augen nicht, das ist nur ein Traum. Mir scheint's real, die wollen unseren Tod. Ja,
Da kann ich jetzt nur aus vollen Kanonen schießen. Ich habe ja gar keine Ahnung, was mich jetzt hier auf schwer passiert. Mal Gegner verlangsamen. Okay, den greife ich an und den verlangsame ich. Das hat nicht geklappt. Okay, Tempo erhöht, das ist kacke. Und der sammelt Kraft. Eieiei. Eieiei, der hat das Tempo erhöht, den muss ich verlangsamen. Den versuche ich jetzt mit dem Hieb auszuhämmern. Ich bin so rechtzeitig noch dran gekommen, jawohl. Und jetzt muss ich den langsamer kriegen. Und vielleicht überhole ich ihn sogar noch. Ja, habt ihr das gesehen? Kurz vor Wartenende noch überholt. Und dann kann ich jetzt auch mit dem Lichtstrahl Gas geben. Ich sollte den trotzdem weiter blenden. Nee. Der hat mich doch noch überholt. 10 Schaden. Und hat mich unterbrochen. Eieieiei. Okay, der Treffer sitzt sicher. Warum blende ich den denn nicht, Mensch? Ich hab echt ein bisschen Schiss, Leute. Ich habe jetzt keinen Bock, am Tutorial-Endboss zu verrecken. Der wird mich jetzt nicht wieder unterbrechen. Der hat mich wieder unterbrochen, das gibt's doch nicht. Ah, ja, das wäre natürlich zur Not auch noch möglich. Ich glaube, jetzt mache ich es aber so. Yes! 640 Erfahrungspunkte. Nächstes Level, Level 6. Und Magie-Sternstaub gefunden. Ja, cool. Das ist Aurora, gute Frau. Madame im Traum gefangen hält mich dieses Land. Doch bin ich bereit, nun zu erwachen. Kind, eine Vision, nimm meine Hand. Okay, die Frau scheint uns helfen zu wollen. Über einem Land voll saftiger Täler und weißen Gipfeln. Und nachts erglühten Burgruinen, Alabasterfarben über den Wipfeln. Im Sternenlicht und Mondenschein, eine Königin des Lichts beherrschte dieses Reich. Des Nachts wandelte sie durch den Palast, ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator Umbra blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Ergreifend, Madame, sind eure Worte. Nun weckt mich auf, ich danke sehr. Red ich so fad, fallt ihr in Schlaf? Ich spreche wahr und keine mehr. Um uns liegt das Land Lemuria. Mein Kind, ich mache dir nichts vor. Der einzige Weg ist ein magisches Tor, ein Spiegel mit einem Thron davor, gestohlen von Umbra, Königin der Nacht. Nur ein Weg führt dich heim. Verbanne das Dunkel mit aller Macht. Befreie Sonne und Mond, damit das Licht uns wieder lacht. Nein, unmöglich, mein Vater erwartet mich. Der Glühwurm versprach mir schnelle Hilfe. Wisst ihr auch, einen Namen habe ich. Verzage nicht, mein liebes Kind. Ich schuf Igniculus, euch zu helfen. Allein deswegen gefällt der mir nicht. Den kann man ja kaum aussprechen. Ein Käfer so groß wie eine Nadel, zu wenig, wie ich finde. Die Gestirne zu holen, schaffe ich wohl kaum. Verzage nicht, mein liebes Kind. Sonne und Mond such im höchsten und tiefsten Raum. Geh dahin zurück, wo du kamst. Vorbei am Altar, wo du bist erwacht. Durch eines Baumes Dornenkleid, unterwegs wird Hilfe dir gebracht. Wie erreiche ich den Himmel? Und wie die Sterne? Mein Kind, die Antwort liegt über dir. Öffne die Augen, schweif nicht in die Ferne. Okay. Alles klar, jetzt guckt die nach oben, geil. Und da ist ein Stern. Oh, welch Wunder, welch Erstaunen! Ich flieg wie eine Fee, als wäre es nichts.
Aurora, du bist ein Kind des Lichts. Hör gut zu, behalte diese Zauberkrone auf dem Haupt. Setz sie nicht ab, verstehst du nie. Noch ein letztes, bevor ich von dannen zieh. Solltest du je verzagen, dann spiele sie, ne Flöte. Danke sehr, aber wofür ist sie gut? Ich höre dich nicht, Kind, sei auf der Hut. Leb wohl. Warte, aber ich muss wissen, was mein Vater jetzt macht. Umgeben bin ich von endloser Nacht. Ja, die arme Aurora vermisst ihren Vater sehr. Jetzt können wir hier auch. So wanderte Aurora durch den Forst fern von daheim. Nur die Sterne zum Hirten. Vom Glühwurm begleitet, ansonsten allein. Besorgt um das Wohl der Familie, die nicht mit ihr kam, suchte sie nach Sonne und Mond, nach ihres Vaters Arm. Und irgendwo in der Nacht, lauernd auf einem Thron im Dunkeln, wartete Umbra, die Schlimme, auszulöschen Auroras Funken. Aurora die Schlimme, Umbra die Schlimme, die Königin der Nacht, die hier übrigens auch scheinbar der Grund war, warum es diese zwei kopflosen Gestalten auch tatsächlich sehr kopflos angegriffen haben. Was verbirgt sich hier? Zweimal Glühwurm-Elixier. Das ist fein. Starkes Heiltonikum. Befürchte ich, werde ich tatsächlich was öfter brauchen. Und noch zweimal Zaubertrank. Wir können jetzt also endlich fliegen. Ich konnte das auch mal. Von der Schule. Ja, boah, nee. Schlechter Witz und auch nicht mal wahr. Sitzen geblieben bin ich. Das wurde aber auch. So, bevor wir dann jetzt weitergehen, kümmern wir uns mal noch um unsere Fertigkeiten. Wir können dann endlich Verteidigen 2 anwählen. Bei den Okuli haben wir, glaube ich, nichts Neues bekommen. Nein, leider nein. Aber im Inventar hat sich doch noch was Neues versteckt. Genau, der Magiesternstaub, der unsere Magie ein weiteres Mal steigert. Damit ist die schon bei... Ach so, nee. Magiestärke, das waren gar nicht die Magiepunkte. Gewöhnliche Flöte, ein Geschenk der Dame des Waldes. Wozu ist sie gut? Ja, das würde ich wohl auch mal gerne wissen. Jetzt kriegst du nach dem Tutorial eine Blockflöte. Bei Zelda war es wenigstens eine Ocarina. Hier ist es eine Blockflöte. Na gut. We will see. Also. Mit Level 6 sind wir doch jetzt eigentlich ganz gut vorbereitet, um uns dann endlich in die Welt von Lemuria, oder wie es hieß, zu begeben. Wie komme ich hier weg? Ah, hier oben. Oh wei! So fühlt man sich also dabei. Flieg, Aurora, du bist frei. Geil. Kapitel 3. Gen Westen. Nun, ich würde sagen, unsere Route ist klar. Nach links müssen wir fliegen. Dann werden wir des Dornsbau sicher gewahr. Hoch, Igniculus, versuch mich einzukriegen. Das ist auch geil, diese schwebende Insel da hinten im Hintergrund. Und diese, ja, was ist es? Diese Riesenlibellen oder was? Ach, das ist schon richtig cool, Leute. Und ich sag's euch auch, ab jetzt spiele ich blind. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, was als nächstes kommt. Weiter war ich nicht. Auch meinem Traum folgen und lachen. Okay. Links zum Altar von Mathildis. Ja, aber ich will ja zum Dornbaum, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch zum Dornbaum. Was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Auch meinem Traum folgen und lachen? Was soll ich nur machen? Okay, da redet jemand die ganze Zeit das Gleiche. Ei. Ein Narr. Ein Narr. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für diesen Teil Schluss. Und was der Narr uns so zu erzählen hat, das sehen wir dann beim nächsten Teil von Child of Light. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis demnächst. Macht es gut.